Eben auf Facebook, hallo und liebe Grüße aus unserem Gebetsraum in Strobl am Wolfgangsee. Schön, dass ihr mir zuhört. Kurz, ich habe heute ein neues Thema und zwar geht es darum, dass Gott mir gesagt hat, ich soll einen Online-Workshop oder Online-Kurs zum Thema Alternativen zu Horoskopen und Wahrsagerei machen. Und das war schon vor einem Jahr. Ich habe mich seither intensiv mit dem Thema immer wieder beschäftigt. Und heute in der Früh oder in der Nacht hat mir Gott einfach gesagt, es reicht nicht, wenn ich einen Online-Kurs dazu mache. Das wird wahrscheinlich über diese Telegram-Gruppe laufen, die in der Beschreibung drinnen ist, zu finden ist. Könnte sein, dass ich es auch über die Facebook-Streams mache und auch über YouTube. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Das wird nächstes Jahr starten. Ich nehme an, ja, also einen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, aber Anfang des Jahres, im ersten Quartal auf jeden Fall. Und was ich jetzt aber gerade sagen möchte, ist, dass ich anbiete, weil es ist Jahresbeginn und ja, man möchte wissen, was ist das nächste Jahr los? Oder du hast für dich selber beunruhigende Träume oder Dinge in deinem Leben, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Und es gibt Alternativen zu Wahrsagerei, Hellseherei, Kartenlegen, Tarotkarten und so weiter. Also die Bibel sagt ganz deutlich, mach das nicht. Geh zu deinem Gott, geh zu Gott und er wird dir Antworten geben. Ich möchte da einfach nur ganz kurz grob umreißen, was so schlecht ist an Wahrsagerei. Wahrsagerei ist sozusagen die Seele, der Leib, also wir bestehen aus Leib, Körper, Seele und Geist. Und die Wahrsagerei ist, dass unsere Seele beschließt, in die Zukunft sehen zu wollen. Und dadurch können dann unreine Geister, Dämonenmächte der Finsternis, Menschen dazu benutzen, die Zukunft vorauszusagen. Und wenn du kein Christ bist, also nicht, dieses Video richtet sich hauptsächlich an Nichtchristen, wenn du kein Christ bist, dann weiß Satan oder der Teufel, was in deinem Leben passieren wird, bis zu einem gewissen Grad. Warum? Weil er der Fürst dieser Welt ist. Er kann die Dinge so führen, dass du weißt, was geschehen wird. Und dass du das auch glaubst und er kann dann machen, dass das passiert. Der Ansatz von Gott ist ein anderer. Der Ansatz von Gott ist, ich mache nicht in deinem Leben, was du möchtest, sondern der Ansatz von Gott ist, wenn du mir nachfolgen möchtest, mich fragen möchtest, dann geschehen die Dinge, für die du bestimmt bist, von Anbeginn der Zeit an. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Es ist kein Zufall, dass du lebst. Es ist kein Zufall, dass du in dieser Situation bist, wo du gerade Fragen hast. Das alles ist kein Zufall. Und deswegen möchte ich dir sagen, also aus Gottes Geist heraus, aus dem Heiligen Geist heraus, was Gottes Pläne für dich sind. Und dafür muss ich mich mit Gott verbinden. Und ihn fragen. Und das läuft ein bisschen anders als eben Wahrsagerei, weil es Dinge gibt, die Gott uns nicht sagen möchte, um uns nicht zu schrecken, weil die Zeit noch nicht ist, weil wir andere Dinge wissen sollten, die wichtiger sind, gerade im Moment. Gott ist souverän. Er gibt uns nicht alle Antworten auf alle Fragen, aber er gibt uns das, was wir zum Leben brauchen. Und die Alternative, das, was ich bieten kann, ist, dass ich Gott frage, was er möchte, dass du über dein Leben weißt, was du über dich wissen sollst, über deine Familie wissen sollst, was auch immer, wo Gott reden möchte, über deine Arbeit wissen sollst. Und ich frage Gott und er gibt dir Antworten. Und
nachdem ich das jetzt schon so oft erlebt habe, weiß ich, Gott ist ein Ermutiger. Und manchmal steigt man aus einer Prophetie raus und denkt sich, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber es dauert dann meistens keinen Monat und die Dinge bewahrheiten sich und plötzlich versteht man, was Gott gesagt hat. Und dadurch zeigt sich, es ist einfach viel besser, auf Gott zu vertrauen, als in der Angst und Sorge zu leben. Meistens, Satan sagt dir ja nicht nur die schlechten Dinge, das wäre ja blöd. Es ist ja so, dass Satan von Jesus beschrieben wird als Zerstörer, als Mörder, als Dieb. Er will dich berauben. Letztendlich will er dich berauben. Und er sagt dir Dinge, die geschehen werden, damit er die im Griff hat. Und das ist was Gutes, damit du wiederkommst. Damit, das ist wie Zuckerbrot und Peitsche. Und Gott ist nicht so. Und deswegen kann ich dir einfach anbieten, mach einen Termin aus, also ab nächstem Jahr bin ich verfügbar, wahrscheinlich, weil ich jetzt erstmal im Ausland bin. Aber ab nächsten Jahr möchte ich mir gerne einen Termin ausmachen mit dir, wenn du dieses Angebot in Anspruch nehmen möchtest. Und ja, ich möchte einfach die Menschen zum Licht führen. Ich möchte die Menschen in eine Freiheit führen, in mehr Freude, in mehr Friede, weil das ist das, was Gott für uns hat. Das ist das Angebot, das durch Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und er möchte nicht, dass die Menschen in Angst leben, in Sorge leben, in Furcht leben, eben die Zukunft als etwas Bedrohliches sehen. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann kann ich dir das einfach sagen, ich werde für dich beten. Und wenn Gott mir was sagt über dich, und das wird er, dann gebe ich dir das weiter. Ja, das wollte ich sagen, bevor ich jetzt zu meinem Livestream gehe, zu meinem Morgengebet, so wie jeden Tag von Montag bis Donnerstag um 8 Uhr. Und ja, überleg dir das. Es ist kostenlos, also ich verlange kein Geld dafür. Wir leben von, oder unsere Arbeit lebt von Spenden, sagen wir es mal so, wir nicht, ich lebe aus Gottes Gnade, aber unsere Arbeit lebt von Spenden. Also wir freuen uns, wenn jemand Geld gibt, aber wir verlangen kein Geld. Ja, und deswegen hilft es nicht, so schade ist es nicht. Und ich weiß, dass es hilft. Und ich weiß, dass Gott gut ist und dass es gut mit dir persönlich meint. Und dass er dich befreien möchte von allen Sorgen, allen Ängsten, jedem Hindernis in deinem Leben. Er möchte, dass wir ein erfolgreiches Leben haben, in jeglicher Weise. Und ich weiß, es wird sehr wenig gepredigt, es wird sehr wenig gesagt. Das liegt vielleicht daran, dass Gott Erfolg anders definiert als der Mensch. Jedenfalls, sei gesegnet, so oder so. Und ja, das wollte ich jetzt einfach in den kurzen, in den 8 Minuten, 10 Minuten, bevor es losgeht mit meinem Morgengebet, in die Welt hinaus bringen als Angebot. Und ja, und ich freue mich über jeden, der es nutzen möchte. Ich habe ein Team hinter mir, nur zur Information, ich bin nicht alleine. Ich habe ein Team hinter mir und das ist wichtig für die, die Jesus schon kennen und aber trotzdem eine prophetische Rede in ihrem Leben brauchen, eine persönliche oder haben möchten. Dann ist es wichtig, dass sie wissen, ich bin nicht alleine. Genau, ja, also dann. Seid gesegnet, habt einen wunderbaren Tag. Gott meint es gut und er will das Beste für dich. Tschüss, Baba.